Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, Snow, du kommst jetzt ab sofort mit. Darf ich nur nicht mitnehmen, wenn wir Hühner töten gehen oder sowas? Obwohl, das ist, glaube ich, die einzige Chance, um die auch zu leveln, ne? Wir sowas machen. Müssen wir nochmal schauen dann. So, guckt mal. Durch die neue Erde kommen wir hier vorne fast an. Dann kann das Ganze wachsen. Das ist toll. So. Snow, guck mal. Ist das nicht toll? Ach, hier lassen wir die zwei erstmal. Moment, ich habe Steine dabei. Dann können wir doch hier die Erde auch erstmal rausnehmen. Ach, Snow. So, zack. Dann haben wir nochmal zwei Erde mehr. Hier nehmen wir mal die Eier. Da können wir überhaupt mal alle einsammeln gehen erstmal. Und da. So. An die komme ich nicht ran. La 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 la. So. Auch erledigt. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder in den Keller. Doch, wir hatten alles eingekauft. Das musste ich gerade erstmal überlegen. Haben wir überhaupt alles gekauft, was wir brauchen? Doch, haben wir. Kakteen haben wir da noch? Da haben wir noch ein bisschen was. Nehmen wir auch erstmal mit. Essen habe ich was dabei. Für Snow auch. Okay. Ich habe schon wieder Hunger. So. Und kann ich was einsammeln? Ja! Sehr cool. Gut, dann jetzt den Sand oben drauf. Jetzt kann ich nicht mehr springen. Vielleicht sollte ich da gleich die Kakteen mit drauf machen. Und dann hier noch. Können wir hier wieder runter? Kann man da eigentlich auch das schon wegmachen? Und dann haben wir tatsächlich die Kakteenfarm bald fertig. Und dann können wir eigentlich dann wieder ein bisschen am Dings weitermachen. Am. Oh, verdammt. Am See würde ich gerne noch ein bisschen weitermachen, dass wir da auch. Jeden Fall noch ein bisschen Deko und so hinbekommen. So, das. Von hier aus. Eins, zwei. Und da noch. Dann können wir hier auch schon Sand drauf machen. Die auch. So. Einmal. Ach, Snow, ist der da oben? Aha. Ist der gar nicht mit nach unten gekommen. Nein, nicht wegtreiben, bitte. Oh, das ist ja ätzend. Da sollte man nicht reinfallen. Okay, da müssen wir jetzt hier gleich nur noch das Wasser machen. Dass das auch alles schön abfließt hier. So. Ah, da ist schon wieder was. Also es funktioniert, das ist doch schon mal wirklich gut. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Sand. Der reicht uns jetzt hier nicht. So. Dann haben wir noch 5 Sand. 1, 2, 3, 4, 5. Und
runter. Gut, dann machen wir hier jetzt noch dieses Ding für die, also die Blöcke dazwischen. Dann können wir nämlich hier auch Licht machen. Da, genau. Das machen wir jetzt einfach mal fertig. Das passt. Zwei. Zwei. So. Das auch. Und eine Reihe noch. Dann haben wir das fertig. Das sollte reichen. Ah, hier, der ist auch gewachsen. Da können wir natürlich jetzt auch das Ding wieder hinmachen. Blub. Abgeblobt. Da fehlt ja auch noch Sand und Kakteen. Oh. Da müssen wir aber jetzt dann nochmal ran. Würde ich das gerne ein bisschen abändern, dass das nicht so blöd aussieht. Also so lange, wie wir halt hier noch nichts Vernünftiges an Auffangdingen haben. Sonst kommt hier eben der eine Trichter hin. Und ja, eine Truhe. Müssen wir halt schauen, wo wir die genau hinpacken dann. Aber da finden wir dann schon was. Okay. So. Wasser machen wir noch da hinten hin. Da haben wir die nicht fertig, auch die Seite. Und dann brauchen wir nur noch Sand holen. Und das eben auch fertig zu kriegen. Ach, hallo Snow, na, hast du es nach unten geschafft? Nein, nicht wegtreiben. Ah, toll. Hier fange ich hinten an. Boah, das ist ätzend. Na, den will ich... Nein, den will ich doch gar nicht. Den da will ich. Ich glaube, dann haben wir hier alles, außer hier muss noch mal einer hin. Gut. Ja, und schon ist das ganze Ding hier auch ein wenig ergiebiger, ne? Das ist doch ganz gut. Wie gesagt, hier in die Mitte ein Trichter rein. Und den lassen wir dann in eine Kiste reingehen. Mal schauen. Was soll mit Falltüren oder irgendwas? Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Das ist also letztendlich kein Problem. Ja, dann kommen hier Truhen hin. Toll, hier passt eine Dreifachtruhe hin. ist die Frage, was lagern wir hier? Kakteen, klar, natürlich. Das ist ja klar. Ja? Aber die würde ich hier... Obwohl, nee... Das machen wir hier mal weg. Also. So, machen wir hier Doppeltruhen hin. Und da lagern wir dann die ganzen Kakteen, würde ich sagen. Guck mal, das passt. Wunderbar. Hier sieht das jetzt vielleicht nicht mehr so toll aus. Abfüllen wir einfach ein bisschen auf. Und schon passt die ganze Sache wieder. Okay, also hier Truhen hin für die ganzen Kakteen. Bin ich jetzt gerade am Überlegen. Kann man Sandsteinstufen machen? Wir probieren das aus. Ich weiß es nicht. Ja, kann man. Da kann ich auch Treppen von machen, natürlich. Ja. Könnte man das so machen.
Ja, wie sieht das aus? Nee, ich glaube, das sehe nicht gut aus. Wir holen mal Truhen. Gucken mal. Oh, es wächst, es wächst. Jetzt geht das auch relativ zügig. Ich habe hier noch Erde, die muss hier noch her. Truhen, also. So könnte man das machen. So könnte man das machen. Hocken, nein, holen kommen. Dann machen wir da über Treppen, denke ich, oder? Das wird am einfachsten sein. Nochmal ein paar Stufen machen. Okay. Eine Leine haben wir. Coins. Wir müssen sowieso nochmal zum Spawnen jetzt gleich, ne? Die können wir erstmal behalten. Hier brauchen wir ja auch noch das Gras ganz hierher, ne? Das wird viel. Das ist meine Leine. Die behalte ich. Snow, wo bist du denn? Da! Kannst sagen, was machst du denn, sag mal? Wie bist du denn drauf? Hunger? Ja? Noch mehr Hunger vielleicht? Achso, ich muss dich ja damit hauen. Ja, noch mehr Hunger. Dann holen wir es nur erstmal noch ein paar Karotten. Das dauert jetzt, glaube ich, einen Augenblick, bis Strong Passion kommt. Karotten. Karotten und Mohn frisst Snow jetzt. Alles gut mit Hunger? Immer noch Hunger. Mann, du bist verfressen. Okay. Ja, dann machen wir erstmal unten weiter. Noch einen kleinen Augenblick. Dann machen wir da jetzt aber Treppen hin. Denn ich finde, sonst sieht das irgendwie doof aus. Könnten wir unten eigentlich auch machen. Ich glaube, das sieht hier besser aus. Jetzt habe ich Stufen gemacht gehabt. Extra. Ja, das sieht besser aus. Ich hätte gerne, dass man die Treppe umgedreht draufpacken kann, aber das geht leider nicht. Also können wir da unten auch Stufen nehmen. Das geht ja leider alles nicht mehr. Das war ja mal, dass das funktioniert. Aber jetzt geht das ja leider nicht mehr. Das ist doch in der 1F immer noch so, ne? Aha. Moment. Aha. Das geht wieder? Ja, wie cool. In der 10.2 geht das doch nicht mehr. Also geht das nicht. Wenn man so eine Halbstufe drüber hat, geht die nicht auf. Jetzt geht das wieder. Ja, das ist cool. Das ist gut zu wissen. Ha, nochmal vergewissern. Ja, alles gut. So, dann lagern wir hier unsere Kakteen. Ne? Ah, ein bisschen dunkel hier. Und da kann ich keine zwei hinmachen. Ist ein bisschen dunkel hier. So ist das irgendwie, sieht irgendwie doof aus. Naja, egal, lassen wir erstmal so. So, dann würde ich nämlich hier den Boden jetzt auch mal austauschen, weil alles in Gelb finde ich ein bisschen viel Gelb. Okay, dann gehen wir nach vorne. Das ist meine Leine. Die darf ich nicht weggeben. Oh, bitte. Nein, bitte meine ich natürlich. Egal.
Und weg ist er. Sehr schön. Gut. Wir gehen zum Spawn und kaufen jetzt noch den fehlenden Sand. Ui. Hoppla. Da wird es mir jetzt aber ganz schwindelig. Ja, auf jeden Fall. Sand holen wir uns jetzt noch und dann schauen wir nochmal, dass wir eben die Kapitänfarm da jetzt fertig kriegen. Nicht, dass da jetzt wieder ewig eine Baustelle bleibt. Nein, nein, ich habe mir fest vorgenommen, Dinge hier relativ zügig fertig zu machen. Oh, was brauchen wir an Sand? 15? Reicht das? Na, ich hoffe. Belohnung wurde überliefert. Was gab's denn? Coins? Oder so? Ich habe nicht mitgekriegt, was es gab. Dann werden das Coins gewesen sein, denn alles andere haben wir schon. Okay. Das ist gut. Dann nehmen wir doch gleich noch einmal Sand mit. Gut. Dann wieder nach Hause. Habe ich noch irgendwo Home Home? Da. So. Nach Hause. Na komm, Snow. Kannst ruhig mitkommen. Dann wieder ab in den Keller. Treppen. Treppen und Kaninchen. Das ist so eine Sache, die funktioniert einfach nicht. Obwohl das egal ist. Es sind alle MyPets. Das hat sich also so überhaupt nicht geändert. Die fliegen immer alle die Treppe runter. Die können nicht Treppen laufen. Wollen wir vielleicht mal üben, Treppen laufen, hä? Snow? Der guckt mich halt nicht an. Okay, so. Jetzt hier weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich würde gerade sagen, ich kann doch hier nicht springen. Was mache ich denn schon wieder? Komme ich da jetzt noch dran? Ja. So. Dann haben wir da alle drauf, ne? Und hier fehlen noch die zwei. Fertig. Dann können wir... Oh, guck mal, hier lag einer. Und hier sind ganz viele gewesen. Sehr cool. Vielleicht sollten wir... Nee. Keine gute Idee. Ne, Snow, keine gute Idee. Wir können später, wenn... Wir könnten das eigentlich auch jetzt schon ändern. Warum später? Wir können das Ganze hierher laufen lassen. Ich glaube, das wäre besser. Mach nicht immer das Wasser zu. Da müssen wir natürlich ein wenig tiefer werden. Ach, muss ich ja von der anderen Seite. Aber das sieht komisch aus. Warum sieht das so komisch aus? Hm. Dann könnte man hier nämlich ganz normal nochmal Wasser machen. Dann bleibt da schon mal nichts liegen. Eigentlich sollte dann überhaupt nirgendwo was liegen bleiben. Aber jetzt fließt es da in beide Richtungen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das wollte ich so auch gar nicht. Sondern ich dachte eigentlich daran, hier eins tiefer zu gehen. Snow, du bist im Weg. Ja, also hier eins tiefer. Ich will das nochmal eben zumachen hier. Mal eben schnell das Wasser neu platzieren. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Da habe ich. Und wenn ich da noch einen wegmache... Na, dann passt das nicht ganz. Arg. Schreiben kann ich heute nicht. So. Dann flitzen wir unsere Leine holen. Dann gucken wir da nochmal, dass wir das hinbekommen.
Verdammt. Okay. Ja, finde ich auch. Snow ist schon süß. Ich weiß nur nicht mehr, von wem ich Snow bekommen habe. Das habe ich vergessen. Was wollten wir jetzt? Oh Gott, jetzt bin ich wieder durcheinander. Ach genau, den Wasserlauf wollten wir machen, optimieren. Das läuft jetzt bis hierher. Das ist ein bisschen wenig. Nee, da machen wir das anders. Da machen wir da wieder zu. Dann läuft das nur bis... Das sieht komisch aus, oder? Das wird es überhaupt nicht weniger. Also, dass das so gut nach unten geht. Das ist vielleicht, weil hier das Wasser ja auch ist. So. Hey. Hier kommt dann der Trichter hin und Truhe. Ne? Da können wir dann auch schöne Doppeltruhe hinstellen. Snow, jetzt müssen wir hier erstmal raus, ne? Moment, ich buddel uns hier einen Weg nach draußen. Gucke, so. Ja, bleib du doch einfach unten. Ne? Hier dann Trichter, Doppeltruhe. Ah, da kommt schon Zeug. Trichter, Doppeltruhe. Kommen wir dann an die Truhe ran, sollten wir rankommen. Und hier machen wir dann einfach eine Falltür hin. Oder? Ha! Oder wir machen uns einfach so ein kleines Treppchen nach unten. Brauchen wir im Moment ja sowieso. Meine Hacke. Snow, willst du da unten bleiben? Ist das da so schön? So. Und dann kommen wir nämlich hier, wie gesagt, da kommt der Trichter hin. Und dann kommt hier die Doppeltruhe hin. Und dann können wir nämlich hier mal schön nach unten und das Zeug da rausholen. Das machen wir beidseitig, dann sieht es besser aus. Jetzt gerade ist natürlich ein bisschen blöd, so ohne Trichter und Truhe. Deswegen stellen wir hier nochmal einen Block hin, weil wir ja hier reinspringen müssen, um das Zeug rauszuholen. Ja, und dann können wir hier... Eigentlich wollte ich ja hier so einen Weg hin machen, ne? Den können wir dann machen. Warte mal schauen. Hier könnte man eventuell eine Verbindung ins Lager rüber machen oder so. Das wäre auf jeden Fall auch eine Idee. Meine Steine. So, aber auch das ganze Ding funktioniert jetzt auf jeden Fall mal. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön, dass das so geklappt hat jetzt. Ja, dann können wir nämlich uns tatsächlich im nächsten Part dann so ein bisschen nochmal um den See kümmern und ums Lager noch. Wir haben ja schon noch einige Baustellen hier. Vielleicht kann man hier nochmal, also hier zumindest, oh, guck mal, einen Zaun machen, dass man da nicht unbedingt runterfliegt, oder? Na, schauen wir mal. Das gucken wir dann, wenn es soweit ist. So, Snow, weg da. Hier tauschen wir noch den ganzen Boden aus. Ja, und auf der anderen Seite würde ich sagen, machen wir dann tatsächlich das Lager hin. Weil ich denke, das reicht hier erstmal mit der Kakteenfarm. Ich kann ja mal schauen, ob man eventuell noch eins machen kann, aber ich denke, das wird zu viel, ne? Wir lassen das, das passt so. Ich bin damit eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Und wir machen auf der anderen Seite dann einfach das Lager hin und tun dann draußen die... Das soll ich machen? Nee. Tun dann draußen die Felder auch ein bisschen aufstocken, dass wir da auf jeden Fall uns immer um Erde kümmern und da nochmal ein bisschen mehr anbauen. Und dann, naja, heißt es eigentlich auf die Mine sparen weiterhin, ne?
und auf das nächste Gebiet. So, aber jetzt beenden wir erstmal den Part. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten. Also, bis dann. Ciao, ciao.